Liebe Gemeinde, wir können wieder Gottesdienste miteinander feiern. Gerade rechtzeitig zum Sonntag Kantate, an dem das Singen für Gott im Mittelpunkt steht. Und wir dürfen sogar miteinander singen, wenn auch nur mit Abstand und Mundschutz. Ich bin schon gespannt, wie sich das anhört. Es ist ja viel darüber nachgedacht worden, was uns in der Zeit der Abriegelung und des Abstandhaltens besonders fehlt. Spätestens jetzt wird klar, wie sehr uns das gemeinsame Singen fehlt. Ja, wir haben in den vergangenen Wochen füreinander verzichtet. Und wir wollen das auch weiterhin tun, wenn es nötig ist. Aber das gemeinsame Singen fehlt wirklich. Selbst wenn man die Predigt über Video schauen kann, ohne gemeinsames Singen und Beten fehlt dem Gottesdienst das schöne und wichtige Miteinander. Da fällt mir ein, dass es vor langer Zeit schon einmal eine Liedersperre gab. Nicht für gemeinsames Singen, aber ein Verbot für neue Lieder. Man war der Ansicht, neue Lieder braucht man nicht. Die 150 Psalmen der Bibel reichen aus. Da singt man Gottes Wort, also keine Diskussion. Da frage ich mich schon, sind die nicht zusammengezuckt, als sie zu unserem Wochenspruch in Psalm 98,1 gekommen sind? Weil da steht, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Schon komisch, wenn man immer nur die alten Lieder wiederholt und die sagen uns, los, singt neue Lieder. Naja, irgendwann hat sich damals diese Sperre für neue Lieder wieder aufgelöst. Und ausgerechnet eines der ersten neuen Lieder, das entstand, gilt heute als das bekannteste evangelische Lied weltweit. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Komme zuhauf, Psalter und Harfe wacht auf. Lasset den Lobgesang hören. Joachim Neander, der Dichter des Liedes, lädt zum Mitsingen ein und weckt die Musik zum Loben auf. Lassen wir uns das doch eine Ermutigung sein. Wenn die Zeit gekommen ist, dann wollen wir ganz bewusst miteinander Gott singen und ihn loben. Für das, was er uns Wunderbares geschenkt hat. Unser Vers aus Psalm 98 gibt uns dafür guten Rat. Gemeinsam zu singen ist nicht das einzige Wichtige. Es hat auch Bedeutung, für wen wir singen. Wir singen für unseren Gott. Mit unterschiedlichen Vorlieben, mit vielfältigen Stilen, mit Variationen in Klang und Instrumenten. Psalm 98 ruft einen Chor der Vielfalt auf, in den auch die Schöpfung mit ihren Geräuschen zur Ehre Gottes hineinkomponiert wird. Das ließe sich heute mit moderner Technik besonders gut umsetzen. Behalten wir bei allem Reichtum musikalischer Möglichkeiten im Blick, dass wir selbst nicht Zuhörer und Publikum sind. Wir sind mit unserem Singen und Musizieren Teil des Lobes für Gott. Wir singen für unseren Gott. Er liebt Vielfalt und Kreativität, denn er hat sie geschaffen. Deshalb geht es nicht um einen Verdrängungswettkampf zwischen neuen und alten Liedern. In unserem Psalm werden wir aufgefordert, ein neues Lied zu singen. Auf welches alte Lied könnte sich das eigentlich beziehen? Da könnte gut das Lied des Mose gemeint sein. Ein Lied, das er und das Volk gemeinsam gesungen haben, um Gott zu danken und zu verherrlichen. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Was war geschehen? Gott hatte ein Wunder gewirkt. Israel war bedroht, verfolgt und in die Enge gedrängt. Gott greift mächtig ein und schenkt ihnen die Freiheit. So eine Rettung hatten sie Gott nicht zugetraut, denn das überstieg alle ihre Möglichkeiten. Das alte Lied klingt ziemlich ähnlich wie das neue. Denn in dem neuen Lied vom Psalm 98 wird Gott auch besungen, weil er Wunder tut. Was ist der Unterschied?
Es ist ja gut, wenn uns das bewegt, was andere vor uns mit Gott erfahren haben, aber übersehen wir dabei nicht, was Gott uns heute schenkt. Singt neue Lieder heißt, singt, was ihr selbst auf dem Herzen habt, denn Gott ist kein Gott der Vergangenheit. Schaut hin, was er uns in dieser Zeit schenkt. Es geht um unsere eigenen Erfahrungen mit ihm. Welcher Dank liegt uns auf dem Herzen? Habt ihr bemerkt, wie sehr Gott uns verschont hat? Das könnte in diesen Tagen ein Danklied sein, dass wir in unserem Land bisher so große Bewahrung erfahren dürften. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ich meine, dazu haben wir wirklich guten Grund. Amen. Lasst uns beten. Du Schöpfer, Retter und Richter des Lebens, wir danken dir für die Musik. Sie ist ein geniales Geschenk für unser Leben und für unsere Seele. Wir wollen Menschen sein, aus deren Mund nicht Bitterkeit, Hass, Angst und Verdächtigungen sprechen. Erfülle uns mit deinem Lob. Öffne unsere Augen für deine Wunder, für Liebe, Freiheit, Geduld, Gerechtigkeit und für all das, was du uns schenken willst, dass es durch uns Raum in dieser Welt gewinnt. Hilf uns mit den Liedern, die wir singen, deinen Frieden in unseren Herzen zu spüren. Hilf den Menschen, die in Öffentlichkeit und Politik tätig sind, dass sie so miteinander ringen und streiten, dass Respekt und Freundlichkeit unter uns große Beachtung finden. Dass Menschen bereit sind, zusammenzuhalten und einander zu helfen, voller Rücksicht füreinander und für diese Welt zu leben. Wir danken dir für das Geschenk, das du uns bisher in unserem Land vor großem Leid bewahrt hast, dass unser großes Bemühen nicht ins Leere gelaufen ist. Hilf uns jetzt, weiter gute Schritte miteinander zu gehen. Bewahre vor allem die Gefährdeten unter uns. Sei mit den Ärzten und Pflegenden, mit denen, die in dauerndem Kontakt zu vielen Menschen arbeiten müssen. Heile die Kranken, lass die schwer Betroffenen auch wieder gesund werden. Beschütze unsere Kinder und unsere Eltern. Zeige uns Wege, wie wir den Völkern helfen können, die schwer betroffen sind, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Kranken versorgen können. Lass unser ganzes Leben ein Loblied für dich sein. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun in die neue Woche mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.